Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered. Ich habe ein kleines bisschen nachgedacht und zwar, ich glaube, es wäre doch besser, wenn wir uns zuerst die Forschungskamera holen und dann erst anfangen, das Adam zu sammeln. Denn wenn wir schon in der Lage sind, die ganzen Splicer zu erforschen, dann ist eine der besten Gelegenheiten... Oh! Eine der besten Gelegenheiten dafür ist natürlich, während wir Adam sammeln. Tja, wie wär's mit sich dem Tod stellen? Das ist die einzige Strategie, die dir noch geblieben ist, Alter. Uiuiuiui. Okay. Dann, Hacking-Pfeil. Warten, bis das weg ist. Und zack. Okay. Zack. Und zack. Perfekt. Sehr gut. So. Ach ja, ich sollte vielleicht wieder ein bisschen auf den Bohrer umsteigen, da ich jetzt gerade wieder sehr viel Bohrertreibstoff habe. Dementsprechend kann ich wieder massivsten Schaden austeilen. Nice. Bam. Okay. So komme ich wirklich aufs Dach. Oh, oh, oh. Okay. Ah. Dankeschön. Guck mal, die Kamera hält mir den Rücken frei. Perfekt. Mehr kann ich mir nicht wünschen. Okay, aber zurück zu den Hacking-Pfeilen. So. Erwischt? Ja, okay, super. Zack, zack. Und zack. Boah, gerade noch so den blauen Bonus erwischt. Okay, super. Nein. Was für eine Konkurrenz. Die kriegen alle von mir. Haben Sicherheitsalarm ausgelöst und fragen noch, ist da wer? Ja. Die Security, Bitch. Na, komm, 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 komm. Meiner. Sehr gut. So. Genau. Den hätte ich gehackt. Das Geschütz, meine ich. Der, die, das Geschütz. Ach, da rein, oder was? Okay. Oh. Och, na toll. Da unten fangen die jetzt an, meine ganzen Fallen auszulösen. Oh, herrlich. Shit. Hallo, Forschungskamera. Drücke R1, während du dich auf einen Gegner konzentrierst, um eine Forschungssitzung zu beginnen. Dieses Ding ist ein wahres Technicolor-Wunderwerk, mein Junge. Es funktioniert wie eine Filmkamera. Schalte sie ein, bevor du das Feuer auf einen Splicer eröffnest. Dann liefert dir jeder Treffer Informationen über seine DNS. Wir üben das mal kurz, ja? Ruhig jetzt. Der Kerl scheint dich nicht bemerkt zu haben. Starte die Kamera, nimm ihn auf. Und dann beschieß ihn mit allem, was geht. Plasmide, Feuerwaffen, alles, was du hast. Okay. Zack. So. Oh, Thuggish Splicer, erhöhter Schaden plus schon. Krass. Thuggish Splicer sind anfällig für Antipersonenkugeln. Wow. Das ging schnell. Gut so, mein Junge. Es lohnt sich für dich, die Kamera einzusetzen, weil du so erfährst, wie ein Splicer tickt. Film jetzt einen von diesen Riesenaffen und du wirst sehen. Schon bald kannst du den Schutt vor dem Hotel wegräumen. Von den Leichen kann ich immerhin auch noch ein paar Fotos machen. Ist schon mal ein netter Vorteil. Auf die Weise kann ich wenigstens noch ein paar Punkte bei Leichen machen. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Gut. Na, immerhin haben die noch nicht allzu viele Fallennieten ausgelöst. Ist schon mal ein Vorteil. Habe ich hier drinnen noch irgendwas übersehen? Nee. Auf Sicherheitsbord. Mann. War hier jetzt noch ein Splicer oder habe ich mich verguckt? Ach,
die ist da oben, oder was? Okay. Ja, aber ich schätze, jetzt sind wir in der Lage, ein bisschen Adam einzusammeln. So, ich speichere ab. Checke die Uhr. Dürfte eigentlich noch eine Menge Zeit übrig sein. Ja. Let's go. Brüder und Schwestern, das Monster hat uns ein weiteres unserer Babys geraubt. Dieser Blechte, die ist leer wie eine Gefängniszelle, die einen Insassen braucht. Und er wird die Kleine nicht freiwillig gehen lassen. Jagt ihn! Immerhin habe ich noch einen... So, nice. Leadhead Splicer, erhöhter Schaden plus. Sehr gut. Was war das denn jetzt? Wow. Lol. Alter! Du Sau! Bora-Action! Sehr gut. Gut gemacht. Die Kleine hat Spaß. Ich höre hier noch irgendwo jemanden. Irgendeiner hat wohl noch einen Sicherheitsalarm hier ausgelöst. Und hat gerade Spaß mit den Sicherheitsbots. Guck ich mir doch eben mal an. Ich sehe schon. Meine Kamera hat hier volle Arbeit geleistet. Okay, gucken wir uns mal hier alles an. Ein bisschen Schrot. Was für ein elendes Dasein. Hi. Nice. Ja, wie ihr seht, mit der Kamera ist es jetzt etwas anders als im letzten Teil. Diesmal braucht man noch nicht einmal... Film zu sammeln, damit man Fotos machen kann. Nein, es ist eine Filmkamera. Und ja, je mehr man den Splicer beschießt und je mehr Sachen man benutzt, um den Splicer zu erledigen, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt man. Aber die Splicer, die sterben jetzt so schnell, bei denen lohnt es sich kaum. Natürlich lohnt es sich am meisten bei den Gegnern, die mehr aushalten. Also Big Daddies, Big Sisters und... Oh yes, Power to the People! Und ja, solche stärkeren Splicer wie der Brute Splicer. Nice, wir können eine Waffe verbessern. So, Bohrer geht noch. Ladestreifengröße für Nietenpistole. Ah, ist noch nicht so ein großes Problem. Reduktion von MG-Umstoß. Ladestreifen und Größe für Schrotflinte. Oh, ein doppelter Revolvermechanismus ermöglicht 6 Schüsse vor dem Nachladen. Das wäre nice. Oder erhöhter Schrotflintenschaden. Ganz ehrlich, der erhöhte Schaden bringt mir auch nichts, wenn ich nach nur 2 Schüssen direkt nachladen muss. Deswegen Ladestreifen für Schrotflinte. Definitiv. Selbst wer die Spielsachen haben, Spielsachen. Tja. Das ist auch eine Art und Weise, wie man das beschreiben kann, was gerade passiert ist. Nein! Ah, oh, fuck! Schon wieder verkackt. Hallo. So. Nice. Ach ja, der berühmte Todesschrei nach dem Kopfschuss. Klassiker. Ein weiterer Tag ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach.
Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung und schon rollt der Rubel. Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera im Kingporn Leihhaus versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. Arme Sau. Aber ein Tonikum hat er für uns. Shorten Alarms. Was? Achso, was klingt unheilvoller als das Geräusch eines Sicherheitsalarms? Mit Shorten Alarms hast du schneller wieder deine Ruhe. Muss noch nicht sein. Die Tonika, die ich gerade ausgerüstet habe, die sind da schon etwas besser. Nehme ich das auf? Nein. Und hier? Wow. Ah, fuck. Ach, dammit. Denk dran, Junge. Ohne Einsatz der Forschungskamera kommen wir nicht. Oh, größeres Portemonnaie. Du kannst mehr Geld besitzen. Geil. Nicht an Gracie. Und das heißt, wir sitzen hier fest. Film einen von diesen Riesenaffen und dann bearbeite ihn. Alles klar. Dafür muss ich aber erstmal einen finden. So. Hallöchen. Noch ein Tonband. Eleanor, Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg. Aber, Eleanor. Wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Oh, ist das nicht süß. Die Sophia Lamp zeigt Gefühle. Einigermaßen. Ne. Okay, noch einmal kurz in die Wohnung zurück und die Antipersonenkugeln wieder aufsammeln. Denn die sind verdammt gut gegen die Splicer. Wenn es auch nur 3 Stück sind, trotzdem. Jede einzelne Kugel zählt. 3 Kugeln reichen im Prinzip fast schon, um einen Splicer zu erledigen. Von daher, ein Gegner mehr, den ich erledigen kann. So. War da was? Nein. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Boah, lauter Panzerbrechende. Alter. Ich bin hier jetzt auf ein richtig geiles Lager hier gestoßen. Krass. Ah, hier komme ich dann wieder raus. Alles klar. Okay, ich weiß schon, wo ich bin. Alles klar. Wo komme ich jetzt hier? Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Yikes, Alter! Sagt diejenige, die mich von hinten überfällt. Ich hoffe, sie haben sich alle gut amüsiert. Ja, also auf jeden Fall bin ich jetzt wieder ein bisschen wacher, dank deines Überraschungsangriffs. Boah, ey. Puh, okay, ab zum Safe. Nein! Kacke. Oh, blauer Bonus. Yes! Nice. Sehr gut. Wir können mehr als $500 tragen. Yes! No. Abgelehnt. Ah, okay, da komme ich gar nicht weiter. Alles klar. So, als nächstes Bora. Was war das denn jetzt? Wer hat mich geschubst? Wer hat mich geschubst? Naja, gibt es hier noch eine Adam-Leiche? Tatsächlich. In der Nähe gibt es noch eine. Habe ich noch Fallennieten? Ja, ein paar habe ich noch. Gucken wir mal. Die da? Okay. Das ist eine einigermaßen einfach zu verteidigende Position, würde ich sagen. Die ist nicht schlecht. Sogar eine Kamera in der Nähe. Gefällt mir.
Antipersonen, Schrot. Okay. Na dann. Würde ich sagen, nächste Adam-Leiche. Das Monster hat uns ein weiteres unserer Kinder geraubt. Es will es uns wegnehmen, wie damals Eleanor. Zeigt diesem Ding, was dem Dämon blüht, wenn er unseren Garten betritt. Alter. Ihr steht da in einer sehr ungünstigen Position. Darf ich euch daran erinnern? Moment. Wenn ich jetzt nur... Oh, fucking Auto-Aim. Macht mir jetzt gerade das Leben zur Hölle. Tatsächlich. Ja. Kannst du bitte explodieren? Dankeschön. So, und Antiperson. Zack. Nächster. Yes! Thuggish Spicer erhöhter Schaden. Sehr gut. Du Sau! Leiche erforscht. Okay. Sehr gut. Nice. Daddy, ich bin fertig. Auch sehr gut. Das ging ja schnell und war recht einfach. Es sind sogar noch ein paar Fallnieten übrig geblieben. Schöne Sache. Oh. Ich habe da die maximale Menge an Schrot. Mit anderen Worten, es ist Shotgun-Zeit. Daddy, du rettest mich immer vor den Monstern. Okay. Na dann, wer möchte mir die Ehre erweisen und vor meine Shotgun laufen? Na, hier war ich ja. Stimmt. Dann gehe ich wieder runter und dann gucke ich... Ach, Hallöchen. Warum? Oh, ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Ich wusste es. Ich komme damit in Teufelsküche, ich hab's gewusst. Na, scheiß drauf. Zack. Irgendetwas glänzt hier in der Nähe. Na komm, zwei. So, da lang soll ich gehen. Scheinbar befindet sich dort ein weiterer von diesen Brute-Splicern. Soll mir nur recht sein. Okay. Da lang geht's auch. Oder führt das zu einem Ort, wo ich bereits gewesen bin? Nein, es führt scheinbar zu einer Art Verbindungsgang, den ich mir gleich nochmal genauer ansehen darf. Mit dieser Kamera ist es ein bisschen wie mit einem Witz. Je öfter man ihn auf die gleiche Art erzählt, desto mehr nutzt er sich ab. Man muss variieren, damit es nicht langweilig wird. Wow, 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 Leute. Chillt euer Leben. Was geht denn hier ab? Ich werde die mal den Kampf austragen lassen. Währenddessen gucke ich mich in aller Ruhe um. Nein, warum ich auch noch? Alter, dein scheiß Ernst? Warum greift er mich jetzt an? Drecksau. Ah, geil, ich habe panzerbrechende Munition da, von daher ist das kein Problem sein. Ah. Okay, fuck, fuck, fuck. Ist hier irgendwo... Ja, da ist einer. Oh, nein. Kacke, kacke. Oh, puh, das war knapp. So, Panzerbrechende, du Sau. Echt, das war's schon? Kann ich ihn nochmal erforschen? Nein, natürlich nicht. Kacke. Einmal Shotgun-Action.
So, boah. Oh, Alter. Okay. So, da ist die nächste Little Sister. Das Problem ist, ich kann sie noch nicht adoptieren, weil ich meine alte Little Sister erst einmal noch zu einem Schacht bringen muss. Huch. Okay, Moment. Da hinten ist aber eine Kamera, die muss ich mir... Nein, eben noch hacken. So. Okay, perfekt. Wohin? Ah, da, perfekt. Ja, sehr gut. Retten. Sehr gut. Okay. Danke. Kein Ding. So. Und direkt die nächste Little Sister abholen. Yeah. Auch eine krasse Sache, dass alle diese Little Sisters eigentlich gleich aussehen. Die haben einfach nur unterschiedliche Kleider an. Hm. Wer hätte das gedacht? Okay, hier gab es jetzt 50er Kugeln und eine Eve-Spritze als Belohnung. Huh. Willkommen im Zirkus der Werte. Gut, gut, gut. Ja. Was mein ganzes Zeug angeht, bin ich noch einigermaßen gut dabei. Das ist doch super. Alles klar. Dann gehe ich erstmal auf die 50er Kugeln über und untersuche den Ort jetzt mal ein kleines bisschen besser. Zack, zack, zack. Jawohl. Gratis Verbandskästen, I love it. Seht ihr, ich finde, dieses Spiel hat einen viel besseren Flow, einen viel besseren Spielfluss. Alleine auch, dass man hier eben gleichzeitig Plasmide und, Plasmide und Waffen benutzen kann, ist schon eine riesengroße Sache. Das erhöht den Spielfluss so dermaßen in den Kämpfen. Ich finde es einfach nur herrlich. Deswegen, gameplay-technisch muss man definitiv sagen, dieser Teil ist deutlich besser als Bioshock 1. Okay, so, Hacking. Damit wir uns die Tür schon mal öffnen können. Perfekt. So, ist das schon mal erledigt? So, da hinten sehe ich schon eine Adam-Leiche. Muss mich die Little Sister nicht mal hinführen. Aber erst möchte ich mich hier umsehen. What the fuck? Vier schwere Nieten, okay. Was ist das hier? Wie gerne würde ich dieses Material veröffentlichen? Das würde Geld bringen. Sinclair sagt, Ryan geht gegen Sophia Lamb vor und ich soll dabei mitmischen. Sie bauen was auf, dass Lamb insgeheim eine Kommunistin ist. So eine Art Undercover-Agentin. Ich mach mich an diesen Wales ran. Der arbeitet für die Lamb. Ich tue so, als wollte ich beitreten. Dann werden wir ja sehen, ob er sich seinen Bart wegen Jesus stehen lässt oder wegen Karl Marx. Hm. Okay, seht ihr den Kerl da hinten? Da haben wir wieder so einen Brute-Splicer. Sehr schön. Da ist einer von diesen Giganten. Wirf die Kamera an, filme ihn und dann deck ihn ordentlich ein. Werde ich machen. Allerdings muss ich hier oben zuerst eine Kamera hacken. Okay. Verdammte Scheiße, wer hätte das gedacht? Ich nicht. Okay, Leute, bevor wir uns allerdings diesen Brute Splicer vornehmen, würde ich glatt sagen, beende ich den Part an der Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich auch zum nächsten Part von Bioshock 2 Remastered, wo wir ordentlich forschen werden. Für die Wissenschaft. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.